Hallo, ich bin André, der Buschflüsterer. Und heute stelle ich euch meinen neuen kleinen Freund vor, den Rucksack Bergen von Helikontex. Viel Spaß damit. Der Bergen ist aus der Bushcraft-Line von Helikontex, hat ein Hauptfach mit 18 Liter Fassungsvermögen, ist aus 500D Coutura gefertigt, hat vom Tragesystem hier, also ordentlich gepolsterter Schulterriemen. Was mir hier schon aufgefallen ist, ist, dass es hier an den Schultern, gerade so bei Regenjacken, nicht so leicht rutscht. Also das gefällt mir richtig gut, gerade wenn man es nur über eine Schulter trägt. Ist es ganz wichtig, dass es hier schon einen guten Grip hat und fühlt sich ganz gut an. Selber an sich, der Stoff ist nicht so schwer wie bei Tasmanian Tiger, aber macht durchaus einen robusten Eindruck. Jo, vom Tragesystem hier, es ist eine feste Platte hinten, die ist mir anfangs sehr gerad gewesen und richtig steif. Das habe ich mir ein bisschen nach der Wirbelsäule gedrückt und geformt und jetzt lässt er sich angenehmer tragen. Es ist hier ein Polster und dazwischen auch Lüftungskanäle, nenne ich es mal. Der Brustgurt, den kann man hier ausfädeln. Ansonsten, ja, nicht allzu weit geschnitten, aber ich denke, für die meisten wird es passen. Bei den Schulterriemen ist hier ein Schnellabwurfsystem verbaut. Es ist ein verstellbarer Brustgurt, was ich auch immer ganz gut finde, hier mit Gummiband, das beim Atmen den Brustkorb ein bisschen Platz lässt. Das ist ganz praktisch. Hier einen ordentlichen Haltegriff. Dann haben wir hier vier Schlaufen, um hier oben noch was aufzupacken. Wir haben am Boden vier Schlaufen für Isomatte, eventuell Schlafsack. Hier haben wir drei aufgesetzte Taschen, die fest verbaut sind, die jeweils hier mit Wasserauslassösen versehen sind, dass das Wasser gut ablaufen kann. Ja, das mittlere Fach hat hier zwei Schnallen und hier auch einen Kordelzug zum Festschnüren. Das finde ich ganz toll. Bei den äußeren Taschen ist es so, da ist jetzt kein Ziehband mit dabei. Das finde ich ein bisschen schade. Das würde ich gerne anders haben wollen. Hier so mit Gummi vielleicht hier oben dran, damit man ein bisschen flexibler ist und das Material sich dehnen lässt. Aber gut. Hier auch nochmal das Zeichen von der Bushcraft-Line von Helikontex. Fällt mir ganz gut. Na, komm her. Da. Hier oben haben wir ein Deckelfach. Ja, passt eine gute Hand rein, ist relativ flach geschnitten, aber das Wichtigste kann man hier oben gut verstauen. So, jetzt fängt hier das Regnen an. Egal, wir machen weiter. Was ich ganz toll finde, ist hier, dass an den vernähten Außentaschen ein Durchgang ist. Also man kann sich hier richtig was reinstecken, das kann hier unten durchkommen. Das finde ich ganz gut, das geht bei allen dreien so. Und da lässt sich einiges mitnehmen, was der Bushcrafter braucht. So, man darf nicht vergessen, das ist wirklich ein Tagesrucksack. Also es ist keiner für Overnighter oder längere Touren. Es ist wirklich so für eine kurze Bushcraft-Tour, vielleicht auch am Sonntag mal mit der Familie rausgehen, das Notwendigste mit reinzunehmen. Ich kann mir auch gut vorstellen, den mit als Handgepäck im Flugzeug mitzunehmen, weil ich ihn einfach total praktisch finde. Also er ist ein ganz sympathischer Kerl. Jetzt zeige ich euch mal, was so alles reinpasst. Hier auch noch mal eine Schneeschürze, die zuzuziehen ist. So, gucken wir mal.
Also hier habe ich zum Beispiel meine Isomatte mit drinnen. Ich habe das Kopfkissen dazu. Ich habe hier zum Beispiel auch das 3x3-Tab mit reingekriegt. Dann kommt noch das Flyback, was ich immer dabei habe. Ja, ein Survival-Kit. Jo, dann habe ich auch noch eine Regenhose mit dabei. Dann zeige ich euch auch hier nochmal. Hat er nochmal eine kleine Tasche angenäht mit Reißverschluss. Vielleicht für Portemonnaie, also passt auch gut eine Handgröße hier rein. Hier hat man nochmal eine Aufhängung für Befestigung einer Trinkblase oder auch für einen Schlüssel. Und hier drinnen, ich hoffe, man kann es sehen, ist nochmal ein Einsteckfach mit einer Gummihalterung, wo man hier die Trinkblase reinstecken kann. Ich habe zum Beispiel hier meine Elefantenhaut mit drinnen, die passt also wunderbar hier auch mit rein. So, dann haben wir zum Beispiel hier das eine Außenfach. Da passt locker mal eine Nalgene-1-Liter-Flasche hier rein. So, an der Außentasche hier zum Beispiel habe ich mein Tatonga-Poncho mit drinnen. Und hier in der geräumigeren vorderen Tasche habe ich mein Erste-Hilfe-Kit mit dabei. Also das passt alles wunderbar damit unter. Also für so einen kleinen Kerl richtig geräumig. So, was ich auch richtig praktisch finde, diese Schlaufen, wo man hier schnell mal mit dem Karabiner Handschuhe beispielsweise anheften kann. Oder aber auch zum Beispiel das Rangerwood anbringen kann. Diese versteckte Molleleiste, die ist so praktisch. Man kann da wunderbar zum Beispiel sein Besteck mit dazu heften, wenn es denn geht. Oder aber was richtig klasse ist, gerade für einen Buschkräfter, hier kann man seine Axt durchstecken. Kommt hier unten raus, kann nichts rausfallen, sitzt bombenfest. Dann wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit, weil dieses Gurtband hier durchgeht bis hier hinten. Man kann zum Beispiel seine Säge, in dem Fall die Gombo von Silgi, mit hier reinstecken. Macht ihn mit dem Karabiner fest. So, da kann nichts passieren. Oder aber man will sein Messer hier reinstecken. Auch toll ist die Möglichkeit, seine kleine Sitzunterlage hier mit reinzustecken. Also mal gucken, dass es gerade passt, aber es ist möglich. Ein bisschen stopfen, geht auch das. Und unten noch mal ein bisschen anziehen. Ja. So, da hat man seine Sitzunterlage dabei. Also richtig klasse finde ich das. Was ich auch toll finde, hier durch diese vier Schlaufen kann man zum Beispiel die TT Pouch Nummer 4 horizontal gut einfügen. Ich habe die auch in Coyote. Übrigens zu den Farben, neben Coyote gibt es noch schwarz, es gibt grau, es gibt oliv und auch ein braun, das sogar zweifarbig ist. Sieht auch sehr interessant aus. Also für jeden Geschmack was dabei. So, zack.
Zack, und es sitzt. Hier habe ich zum Beispiel dann mein Navigationsgerät mit dabei. Passt hier wunderbar mit rein. Was auch wunderbar ist, ich kann hier meine Titanflasche von Kite wunderbar befestigen. Nimmt sich da die Schlaufen her. Zieht die ein bisschen auseinander. Klickt das hier unten ein. Einmal. Und die zweite Seite. Druckknopf schließen. So. Und dann kann der Deckel auch dazu. Ja, ich finde, sieht doch klasse aus. Macht was her, passt auch irgendwie farblich ganz gut dazu. Und somit wird der kleine Rucksack zum Verwandlungskünstler. Aber was hier alles noch dran ist, hier sind noch Schlaufen, wo man einiges befestigen kann. Also richtig toll. So, was ist mein Fazit zu dem kleinen Kerl? Es ist ein unheimlich sympathischer Tagesrucksack. Es macht unheimlich Spaß, ihn zu bestücken. Es gibt so viele Möglichkeiten, was anzuhängen, reinzustecken. Und es ist vom Tragesystem sicherlich nicht das Ausgefeilteste. Aber was mir sehr positiv aufgefallen ist, sind die Schultergurte, die eben nicht so leicht wegrutschen vom glatten Nylon. Ich finde auch die Maße perfekt mit 45 x 15 x 25. Somit passt der auch wunderbar als Handgepäck in jedem Flugzeug. Und mit 1,5 Kilo Gewicht ist er ja nicht leicht, aber er wirkt auch robust, sage ich mal. Er ist wirklich angenehm zum Greifen. Man merkt, also da ist Qualität da. Auch die Verarbeitung selber ist top. Da sind keine Nähte, die irgendwie offen sind oder Fäden, die weghängen. Also richtig toll. Und ich glaube, der macht einiges mit. Und er wird mich weiterhin bei kleinen Bushcraft-Touren begleiten, bei Sonntagsausflügen mit der Familie, beim Kienspan sammeln. Also da wird er mein treuer Begleiter werden. Also, mein Herz hat der kleine Kerl gewonnen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute und wie immer, husch husch, ab in den Busch. Tschüss.